In diesem Video soll es einmal darum gehen, wie ihr eure Filmproduktion eigentlich vermarktet und verkauft. Das bedeutet, wenn ihr Filme erstellt für Firmen, zum Beispiel einen Imagefilm und so weiter, wie bekommt ihr dann Kunden dazu, Ja zu sagen dazu, dass ihr einen Film für sie erstellt? Nun, eine Möglichkeit ist es, und das funktioniert besonders gut, wenn ihr Geschäftsführer, Inhaber ausmachen könnt, die wirklich für ihre Sache brennen, die richtig begeistert sind von dem, was sie machen, was sie anbieten. Und das ist ganz egal, ob das irgendwie ein Betreiber ist von einem Museum oder einer Bäderausstellung oder ein Handwerkerbetrieb, ein Malermeister, was auch immer. Oder eine Firma, die vielleicht irgendwie Häuser baut und so weiter. Das spielt wirklich keine Rolle. Er muss nur dafür brennen. Dann könnt ihr mit dieser Person sprechen und sagt, wärst du oder sie vielleicht daran interessiert, dass wir einen Imagefilm machen, ich könnte den für euch machen und da könntet ihr euch dann gut drin darstellen. Und es gibt dann wirklich Firmen, die sagen, oh, das verstehe ich nicht, nö, das brauche ich nicht. Und dann kommt jetzt folgender Tipp von mir ins Spiel. Sprecht mal mit solchen Personen und versucht herauszufinden, ob diese Firmen mit jedem Kunden immer wieder sprechen. Zum Beispiel, man hat jetzt eine Firma, die irgendwie Fertighäuser bauen. Dann sprechen die natürlich mit jedem Kunden vorab viele Gespräche. Das ist mal so ein Kennenlerngespräch. Für was steht unsere Firma eigentlich? Was ist uns wichtig? Worauf können sie bei uns vertrauen? All solche Punkte. Und das sind exakt Punkte, die man in einem Video auslagern kann. Natürlich muss man noch mit Kunden sprechen, aber das ist doch ein perfekter Content für ein Video, denn das können sich potenzielle Interessenten vorher angucken und schon mal so eine erste Verbindung zu der Firma aufbauen. Das heißt, wenn dann zum Beispiel so eine Fertighausfirma so ein Imagevideo auf der Seite hat und potenzielle Interessenten und Kunden würden dann dieses Video sehen und würden sagen, Mensch, der steht ja echt hinter seinen Produkten und das finde ich ganz toll, wie er das macht und man kriegt mal so ein bisschen Einblick von den Personen und was die überhaupt alles schon so gebaut haben und auf welchem Niveau die bauen und so weiter. Ich denke, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Dann ist das natürlich schon mal ein guter Mehrwert für den Bauunternehmer. Und das ist einfach eine Sache, wo man ein Video machen kann für so eine Firma. Und das ist natürlich auch ein ganz klarer Vorteil, weil dieses Video, das ist, wenn es im Internet gehostet wird oder auf YouTube und dann auf deren Webseite eingebunden wird, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr online. Und das sollte schon, wenn das Video gut gemacht ist, dem jeweiligen Betrieb helfen. Kurz zusammengefasst nochmal, wie ihr dabei vorgehen könnt. Ihr sucht euch einen Unternehmer, vielleicht kennt ihr denjenigen auch schon, wo ihr wisst, der steht richtig hinter seinen Produkten. Ja, kann auch sein, dass der irgendwelche Oldtimer verkauft oder was auch immer. Und dann, wenn ihr mit ihm sprecht, hey, wärst du interessiert an einem Imagevideo, zum Beispiel, kann ja auch ein Produktvideo sein oder was auch immer, dann sagt er vielleicht, ja, ist interessant, dann könnt ihr ihn trotzdem nochmal auf die Sache, die ich gerade angesprochen habe, hinweisen. Wenn er sagt, naja, wisst ihr nicht, wozu ich das brauchen kann, dann sagt er eben, pass auf, es gibt doch bestimmt so ein paar Sachen, die du deinen Kunden immer wieder erzählst, wenn ihr den Erstkontakt habt. Wofür stehst du? Was sind deine Prinzipien? Wieso machst du das? Was sind die Vorteile, wenn er bei dir kauft? Und so weiter und so weiter. Da gibt es unglaublich viele Punkte. Und das muss natürlich in Video verpackt werden, was gut ist, was schon mal erstes Vertrauen und Kontakt zum Kunden aufbaut. Und da kommt ihr ins Spiel, das ist eure Dienstleistung, das bietet ihr ihm an. Und jeder Unternehmer, der verkaufen will, der versteht auch diesen Mehrwert. Und das sollte euch helfen, den Fuß in die Tür zu bekommen, euer erstes Video oder das wievielte auch immer ihr schon kommerziell produziert habt, zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Ich hoffe, das hat dem einen oder anderen von euch geholfen und ich wünsche euch allseits gute Geschäfte, immer Spaß beim Filmen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.